Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Legung zum Vollmond in der Jungfrau am 24. Februar. Ich habe euch hier schon mal wieder ein paar Karten rausgesucht, um euch die Energien zu veranschaulichen, was die Prozesse sind, in denen wir gerade sind. Und dieser Vollmond in der Jungfrau ist ein ganz wichtiger Vollmond, möchte ich sagen. Aber ich fange jetzt einfach mal von vorne an. Also, diese Woche begann mit Chiron und Mondknoten in Widder, wo sich auf möglicherweise sehr schicksalshafte Art und Weise unsere Urwunde gezeigt hat. Ne, Chiron ist da, wo unsere tiefste Verletzung sind, und der Mondknoten sagt, schau dir diese Verletzung an. Das ist jetzt deine Aufgabe, es ist jetzt Teil deines Schicksals, dich mit den Dingen, die in deinem Leben passieren, die schicksalshaft passiert sind, mit den Entwicklungen, in denen du bist, dich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, was du da an Gefühlen oder auch an Gedanken erkennen darfst. Wir sind jetzt hier in der Zeit, die Sonne ist in den Fischen, Saturn ist in den Fischen, Merkur zieht morgen am 23. Februar, also einen Tag vor dem Vollmond, in die Fische ein. Und die Fischezeit ist immer die Fische sind das letzte Sternzeichen in der astrologischen Reihenfolge, und die Fischezeit ist auch immer so eine Zeit des Loslassens. So, jetzt hat uns Chiron die Urwunde aufgezeigt. Wo schwingen wir noch nicht hoch genug, ne? Higher Vibration. Wo hat unsere Seele, Saturnenergie, Anhaftungen, alte Themen, die uns schaden, die uns nicht gut tun? Wo dürfen wir etwas loslassen? Wo dürfen wir in die Innenschau gehen, reflektieren, erkennen, uns zuhören, reingehen in diese Gefühle? Und was dürfen wir daraus erkennen? Die Antwort kann ich euch direkt sagen. Die Antwort, die wir jetzt bei diesem Vollmond erkennen dürfen, ist die: Du bist gut genug. Ich habe es euch in den letzten Legungen gesagt, es ging ganz viel um den männlichen und den weiblichen Anteil in uns. Ne? Welcher möchte geheilt werden? Diese Wunde, diese seelische Verletzung darf jetzt integriert werden und somit eben auch losgelassen werden. Der Vollmond in der Jungfrau ist der letzte Vollmond in diesem astrologischen Jahr. Der nächste Vollmond in 4 Wochen ist bereits Eclipse, diesen Vollmond, also eine Mondfinsternis, dann im Sternzeichen Waage. Das heißt, dieser Vollmond möchte, dass wir Rückschau betreiben, Innenschau betreiben, reflektieren und unserer Seele begegnen und eben auch den Anteilen in unserer Seele, Saturn, Chiron, Energie, die jetzt nach Heilung rufen. Wo dürfen wir auf eine higher vibration kommen? Wo dürfen wir erkennen, dass das Themen oder Gefühle oder Ängste oder was auch immer, ne, sind, die uns selber limitieren, ne, wo wir diese Anhaftungen, diese Fesseln noch haben, um uns dann eben auch damit bewusst auseinanderzusetzen und zu verstehen, am 28. Februar, also wenige Tage nach dem Vollmond, haben wir eine Konjunktion aus Merkur, Sonne und Saturn in den Fischen. Und ich habe es in der astrologischen Vorschau das große Bewusstwerden genannt. Ne? Da können wir verstehen, da können wir diese Wunden integrieren, da können wir wirklich auf seelischer Ebene erkennen, was wir loslassen dürfen oder was uns daran gehindert hat, das zu gestalten, was uns glücklich macht. Ich habe mir ein kleines Zitat rausgeschrieben, beziehungsweise es steht auf dem Titel von bluemoon.de. Das ist eine Seite, wo immer über Vollmond und Neumond berichtet wird. Und hier der Titel zum Neumond in der Jungfrau lautet: Ich bin eins mit mir und dem Universum, und ich werde dorthin geführt, wo ich um meiner selbst geliebt werde. Und genau darum geht's. Ne? So. Wo liebst du dich oder wo hast du dich deiner selbst nicht so sehr geliebt? Wo bist du hingeführt worden und was wurde dir da aufgezeigt? Wo du dich noch nicht echt und authentisch liebst, wo eine seelische Verletzung noch immer einen großen
ja, eine große Auswirkung auf all das hat, was passiert oder was auch du gestaltest. Ich kann das für mich ganz persönlich sagen, dass bei mir sehr viel Prozesse gerade laufen, wo ich mich selber nochmal ganz anders erkennen darf und wo ich auch wirklich erkenne, ah, da schwinge ich nicht auf dem Level, auf dem ich schwingen möchte. Da darf ich wirklich noch heilen. Da darf ich wirklich noch, ja, mich selber lernen, anders anzunehmen und dadurch eben auch, durch das, dass wir lernen, uns selber liebevoller und besser anzunehmen, werden, ne, senden wir diese Energien dann nach außen und werden in dem Sinne auch vom Außen anders wahrgenommen und bekommen andere Reaktionen. So, ich habe hier noch die Welt und die Sonne rausgelegt, denn wir befinden uns gerade, ne, das astrologische Jahr, das Widderjahr geht zu Ende, das Sonnenjahr beginnt bald und das Sonnenjahr birgt eine Menge Potenzial, ne? Es ging in diesem Vollmondbericht bei Blue Moon ging es darum, wir dürfen unsere Träume jetzt verwirklichen, ne? Aber was hat uns vielleicht bisher daran gehindert, diese Träume in die Realität zu bekommen? Also wir sind in einem sehr, 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 sehr großen Loslassprozess, der uns aber dann dabei behilflich ist, in diesem astrologischen Neujahr, im Sonnenjahr, wirklich auf dieser höheren Ebene zu schwingen, eine höhere Frequenz auszustrahlen und dadurch eben auch, ne, das Licht in unser Leben zu bringen, das wir gestalten wollen oder, ne, so uns unsere Wünsche zu erfüllen. Also, diese tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst und die Heilung, die eben gerade stattfindet, kollektiv als auch auf der persönlichen Ebene, ist das, was dich hier wirklich leuchten lässt und scheinen lässt. Wir haben das Potenzial auf ein richtig gutes Jahr. Ne? Ein Sonnenjahr ist wirklich ein richtig gutes Jahr. Und wer jetzt hier seine Hausaufgaben macht, wer jetzt hier versteht, dass in uns die wichtigsten Antworten liegen, die für Gelingen oder Misslingen unseres eigenen Glücks verantwortlich sind, der hat das Potenzial, das zu erkennen, das loszulassen und wirklich auch auf diese neue Higher Level Energy eben aufzusteigen. Ne? So, es geht irgendwie um Higher Vibration. Wo darfst du erkennen, wo du höher schwingen darfst? Darum geht es. Genau, so viel Allgemeines zum Vollmond in der Jungfrau, zum letzten Vollmond im Widderjahr. Und dann, meine Lieben, schauen wir mal, was es noch zu sagen gibt. Beziehungsweise, ich will anders anfangen. Ich habe gerade wieder so viele Tierbegegnungen, dass ich als erstes ein Spirit Animal heute für diese Legung haben möchte. Du bist niemals alleine. Habe ich gerade gesehen, der Otter. You are never alone. Heute, 22. Februar, wo ich diese Legung aufzeichne, haben wir eine Konjunktion aus Venus und Mars. Ne? Unser weiblicher und unser männlicher Anteil möchten sich versöhnen, möchten sich treffen, möchten wieder in Verbindung geraten. Wir möchten wieder in Verbindung kommen mit uns selbst, mit dem Außen, mit dem Universum. Jetzt geht es darum, wirklich, ja, sich irgendwie versöhnlich sich versöhnlich zu begegnen. Ja, time to collaborate, die Ameisen. Es ist an der Zeit, zusammenzuarbeiten. Ich sehe hier ganz starke Yin und Yang Energie in Balance bekommen, ne? So. Okay, liebes Universum, ein Spirit Animal, das uns hier über diese Vollmondzeit begleitet. Sing Your Own Song, der Kanarienvogel an der Unterseite des Decks. Da geht es vielleicht um dieses authentische Sein. Der Lizard, ich glaube, Lurch heißt es. Dream the world into being. Interessant, das ist genau die gleiche Botschaft.
eine Chance, deine Träume zu verwirklichen, deine Träume zu realisieren. Fische-Energie ist eine total verträumte Energie. Ne? So. Wie kann ich meine Sehnsüchte, meine Wünsche, meine Bedürfnisse Realität werden lassen? Okay. Dream the world into being. Okay. Wovon musst du dich befreien, habe ich gerade gesehen. Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch hier. Liebes Universum, eine Botschaft hier. Träume brauchen einen Plan, meine Lieben. Es geht ums Träume verwirklichen. Und da ist der Vollmond in der Waage, Eclipse Season. Beide Seiten gewinnen. Und der Neumond in Wassermann, bring Liebe in die Situation. Interessant. Hatten wir ja. Das war ja der letzte Neumond. Interessant, aber ganz stark, ne? Ganz stark die Energie von Träume verwirklichen. Träume brauchen einen Plan. Vollmond in Stier. Aber auch mit diesem Bring Liebe in die Situation, diese Versöhnungsenergie, die ich hier sehr stark wahrnehme. Okay, ich bin gespannt, meine Lieben. Ich bin gespannt. So, eine Energie noch. Liebes Universum, eine Botschaft hier noch. Drama. Okidoki. Reparaturarbeit, ja. Okay, meine Lieben, Drama. Ich glaube, das ist bei der Drama-Energie. Ich muss mal ganz kurz reinschauen. Die Botschaft lese ich nicht so oft. Tatsächlich auch, ja, Selbstkritik, das gekränkte Ego, unnötige Dramen. Eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Es ist eine Geschichte über Schmerz und Verlust, Zurückweisung und Demütigung, Selbsthass und Hochmut und all die unzähligen Formen des Leidens, die aus unnötigen Dramen geboren sind. Es ist immer wieder die gleiche Geschichte, die wir uns erzählen. Ja, also ich fühle es total. Und dabei ist das alles nur ein fehlgeleiteter Teil deiner Selbst, der in einer Lüge gefangen ist, die wir uns selbst erzählen. Bringe diesem Teil, ja, bring Liebe in die Situation. Bringe diesem Teil deiner selbst Liebe entgegen, denn Angst ist alles, was er kennt. Angst ist ein falscher Ratgeber, der dich davon abhält, wahrhaft du selbst zu sein. Du bist nicht deine Geschichte. Und wer sie erzählt, ist bloß die Stimme dieses verängstigten Anteils in dir. Innere Kindthemen, ne? Okay. Also ich fühle das total. Du erzählst dir noch selber eine Geschichte, die nicht stimmt. Eine Geschichte, die sich dein kleines Ich, dein inneres Kind, vielleicht auch Menschen in deinem Leben, die dich geprägt haben, die dir diese Geschichte erzählt haben. Und du hast jetzt eine Chance, diese Geschichte neu zu schreiben, indem du erkennst, dass du das nicht mehr bist und diesem Anteil in dir, ne? Egal ob jetzt männlicher oder weiblicher Anteil geheilt werden wollen oder beide, indem du diesem Anteil mit Liebe begegnest. Sehr starke Energie von der Wochenbotschaft mit dieser Karte. Wartet mal. In der Wochenbotschaft, der Mond, hatte ich diese Karte. Ich meine, vielleicht geht es auch um Versöhnungen im Außen. Ne? So, hier. Aber diese Konfrontation mit diesem Anteil in uns, den nehme ich sehr stark wahr.
Seine Geschichte über Liebe, Nähe, Verlassenheit, Zurückweisung und Einsamkeit, die du dir erzählst. Du musst nicht nur eine neue Geschichte beginnen, sondern dir auch dafür vergeben, dass du immer noch an dem Alten hängst. Habe Mitgefühl für den Teil in dir, der weiterhin an diese Geschichte glaubt. Ja, umarme dein inneres Kind. Hol dich selbst daraus. Ich erzähle es ein bisschen privat, weil die Ereignisse in meinem Leben, ne, ich habe ja eine Trennung hinter mir und all das. Ich bin gerade sehr stark in dieser zurückgezogenen, introspektiven, selbstreflektierenden Energie und habe jetzt eben festgestellt, dass ein Thema in mir noch viel, viel, viel lauter ist, als mir das bewusst war. Es ist nicht so, dass mir das gar nicht bewusst war, aber wie sehr ich immer noch an, beziehungsweise, nee, ich fange anders an. Ich habe ein sehr, sehr, sehr bewegtes Leben hinter mir. Die ersten 33 Jahre meines Lebens, die waren wirklich krass. Ne? So, ich habe viel, viel aufzuarbeiten gehabt und sehr viel hat mit meinen Eltern zu tun gehabt und lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin in meiner Jugend sehr krass gehänselt worden. Heute nennt man es Mobbing. Als in meiner Jugend war es noch Hänseln. Und ich war dem ganz alleine ausgeliefert. Ne? So, meine Eltern haben mich irgendwie nicht davor beschützt. Und so hat sich bei mir eingeprägt. Ne? Ich wurde gehänselt da mit dem Thema, ich bin nicht schön, ich bin nicht hübsch, ich bin kein hübscher Mensch. Und das hat sich jetzt auch in meiner Beziehung, in meiner letzten Beziehung, sehr stark wieder gezeigt, dieses Thema. Ich habe all diese Themen, alle Themen quasi schon intensiv bearbeitet und mich damit auseinandergesetzt. Und dieses Thema aber tatsächlich noch nicht, diese Hänseleien. Und es ging nicht um die Jungs, die mich da so krass gehänselt haben, sondern es ging um das, dass ich mich so unbeschützt gefühlt habe, dass ich ein Opfer von etwas wurde und ein Kind war und niemand für mich da war, niemand mir geholfen hat, dass ich so allein gelassen wurde damit. Und das ist eben der Prozess, den ich gerade verstehe, weil es ja auch sehr stark eben um Yin-Yang, das Miteinander geht, dass ich dieses Gefühl im Außen gesucht habe, dass mir jemand vermittelt, ich bin hübsch. Aber in Wirklichkeit muss ich diese verzerrte Selbstwahrnehmung erstmal korrigieren und heilen und durfte jetzt da eben erkennen, was da an mir dranhängt und dass ich von mir als Mensch, als Persönlichkeit sehr, sehr, sehr überzeugt bin. Also ich habe ein gutes Selbstbewusstsein. Ich bin in der Selbstliebe. Ich bin ein ganz wundervoller Mensch, aber das bezieht sich überhaupt nicht auf Optik. Und da ich Wassermann-Aszendent bin, der Aszendent ist das, was ich nach außen zeige und Wassermann-Energie eben jetzt gerade so das alles betont. Ne? So. Deswegen muss ich jetzt, ich bin noch nicht auf High Vibration mit dem, was ich aussende, wie hübsch ich mich finde, weil ich immer noch damit rechne, immer wieder auf Ablehnung zu stoßen, immer wieder hilflos und all das zu sein. Und diese Erkenntnisse zeigen mir eben gerade auf, ja, ne, das ist eine Geschichte, die ich mir immer noch selber erzähle. Und warum ich euch jetzt an meiner Geschichte teilhaben lasse, ist, es ist so wichtig, die Erkenntnisse, die gerade der Zugang, der gerade möglich ist, ist so wichtig für uns, all das sichtbar zu machen. Ne? So, dass all das, wonach unsere Seele immer noch schreit oder diese Urwunde, die immer noch in uns liegt, dass wir sie jetzt erkennen dürfen und dass wir ihr jetzt mit Liebe und Verständnis und Mitgefühl begegnen dürfen, dass wir jetzt diejenigen sind, ich in meinem Beispiel, diejenige, die sich jetzt beschützt davor, ne? Die jetzt nicht mehr alleine damit ist. Und je nachdem, was dein Seelenthema ist, kannst du als der Mensch, der du heute bist, diesem Anteil, ne, diesem Spiegel
in dir begegnen und ihn umarmen und ihn rausholen und ihm sagen, ich bin jetzt für dich da. Ne? Ich, große Kathi, bin jetzt für dich da. Für die kleine Kathi, die niemanden hatte, der sie beschützt hat. Und ne, welche Glaubenssätze dann über so ein Erwachsenenleben auch aus diesen Themen eben entstehen. Nicht nur der Glaubenssatz, ich bin nicht hübsch, sondern auch der Glaubenssatz, ich brauche niemanden, weil ich musste immer alleine klarkommen. Ne? Auch der transformiert sich bei mir gerade. Dieses gesunde Brauchen, jemanden brauchen wollen, ist nichts, was etwas damit zu tun hat, in die Bedürftigkeit zu gehen oder sich in irgendeine Abhängigkeit zu begeben, sondern das ist ein natürlicher Wunsch unserer Seele, auch Wassermann-Energie, Menschen um uns zu haben, ne? So Gleichgesinnte, in Menschen um uns zu haben, die uns lieben, das, was ich gerade vorgelesen habe. Ich bin eins mit mir und dem Universum und werde dorthin geführt, wo ich um meiner selbst geliebt werde. Also, begegne dir selbst mit dieser Liebe, mit diesem Mitgefühl, damit du loslassen kannst, was du aussendest, damit das im Außen, keine Ahnung, bisher, warum wurde dir dieses Thema im Außen gespiegelt? Was ist deine Urwunde? Was ist dein Drama? Was ist die Geschichte, die du dir selber erzählst? Du darfst jetzt erkennen, dir selber eine neue Geschichte zu erzählen, um dann die Träume, die du hast, die Sehnsüchte, die du hast, auch wirklich zu gestalten, weil du andere Vibes aussendest, weil du das nicht mehr aussendest. Interessant. Okay. Ja, meine Lieben. Die Kraft, wirklich, wo darfst du noch mehr in deine Kraft kommen? Wo darfst du, die Kraft ist die einzige Karte, jetzt ist sie weg hier. Die Kraft ist die einzige Karte, die den Teufel überwindet. Und genau das ist die Chance, die wir jetzt gerade haben. Die Themen, die Gefühle loszulassen, zu überwinden und in diese, ich bin gut genug. Ich bin genauso, wie ich bin, richtig. Und sobald ich das zeigen kann, mein authentisches Selbst, ziehe ich die Menschen an, die mich für mein wahres Leuchten erkennen und für nicht das, was ich versuche auszusenden, um irgendwas zu kompensieren. If you know what I mean. Also. Der Ritter der Schwerter. Interessant. Die neun Kelche. Die fünf Münzen. Gott sei Dank, die acht Kelche und die sechs Stäbe. Also, wir sind in einer sehr, sehr unruhigen Zeit. Ne? So, diese Themen, diese Urwunden, die werden angetriggert. Die Leute, die neuen Kelche ist eigentlich total gute Energie. Ne? So, aber ich habe hier, also die fünf Münzen bestätigen das. Die Menschen kommen und triggern diese Gefühle in uns an. Dieses Mangeldenken, ne? Du bist gut genug, ich bin nicht gut genug. Die Menschen triggern uns an, um diese fünf Münzen, Gefühle in uns, aus uns herauszuholen. Aber nur um, ne? Sieh, hier geht der Sonne entgegen. Hier ist Erfolg, hier ist, so wie ich mich zeige, werde ich wahrgenommen. Ich bekomme eine Bestätigung dafür, wie ich mich zeige. Wir haben immer noch etwas Fünfmünziges bisher gezeigt. Und deswegen sind wir Gefahr gelaufen, angetriggert zu werden. Vielleicht ist aus uns eine Emotion herausgeplatzt, die diesen Mangel aufzeigt. Aber das soll, ne, diese Konfrontation mit diesen Themen, mit diesen Gefühlen, mit diesem Mangeldenken, mit diesen Ängsten, ist die größte Chance, die wir jetzt haben in Bezug auf
worauf wir uns zubewegen, auf ein Jahr voller Potenzial. Potenzial zu wachsen, Potenzial glücklich zu sein, Potenzial, ne, die Sonne. Bestätigung, Erfolgserlebnisse zu haben, aber uns auch anders zu zeigen. Die sechs Stäbe sind meine kleine Kraft. Genau da marschieren wir jetzt drauf zu. Nur sechs Stäbe, die fünf Münzen. Wenn wir erkennen, was muss ich, sie hier ist alleine unterwegs, was muss ich emotional, seelisch hinter mir lassen, um so wahrgenommen zu werden, dass es sich gut für mich anfühlt. Und es sind die fünf Münzen. So, ich hätte gerne mal dieses Träume brauchen einen Plan, Dream the World into Being, weil hier so dieses, deine Pläne können aufgehen. Ne? So. Das Leben, das du dir wünschst, die Dinge, die du dir wünschst, die Eigenschaften, die du dir wünschst, sie brauchen jetzt nur eine, wie soll ich sagen, eine Stier-Jungfrau-Steinbock, ne? Alle Erdzeichen hier, eine rationale Herangehensweise. Ich setze mich mit diesen Themen auseinander. Ich beschäftige mich damit. Ich erledige, was zu tun ist. So, Träume brauchen einen Plan. Was will diese Botschaft uns sagen? Die zwei Schwerter, die Königin der Stäbe. Und die drei Kelche. Interessant, die drei Kelche und der König der Kelche. Also. Bei der Fische-Jungfrau-Energie geht es wirklich darum, dich um Innenschau, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Das Außen ist nur ein Spiegel. Das, was im Außen passiert, wie dir die Leute begegnen, wer dich da antriggert, was da ausgelöst wird, welches Gefühl aus dir herausbricht, das ist nur die Konfrontation. Die Konfrontation mit dir selbst. Ich sehe auch hier dich selbst. Träume brauchen einen Plan. Damit sich deine Träume verwirklichen lassen, geht es darum, zu erkennen, wo ist dein blinder Fleck? Wo erzählst du dir eine Geschichte, die nicht mehr wahr ist? Wo stehst du dir selber im Weg? Wo bist du nicht die Königin der Stäbe? Die, die voller Selbstvertrauen, voller Selbstbewusstsein nach außen tritt und sagt, that's me. Ne? Mit allem, was ich bin. Das ist meine Energie. Die Blockaden, die du irgendwie auf deinem Selbstbewusstsein oder in Bezug auf dich selbst hast, sind der Plan. Die müssen gelöst werden. Denn ich weiß nicht, ich nehme hier mit dem König der Kelche und den drei Kelchen wahr, die Menschen, ne? Wassermann-Energie. Ich will geliebt, was habe ich gesagt, werden? Ich will um meiner selbst geliebt werden. Ich will, dass die Menschen mich so lieben, wie ich bin. Und das werden sie. In dem Moment, in dem du genau das aussendest, dass du dich liebst, wie du selbst bist, dass du diese Geschichte, keine Ahnung, diese Fünf-Münzen-Geschichte, indem du aufhörst, sie dir selber zu erzählen und dir eine neue Geschichte schreibst. Na, Träume brauchen einen Plan. Wer bist du? Wer willst du sein? Warum bist du liebenswert? Was an dir ist so liebenswert? In meinem persönlichen Beispiel, was an dir ist so wunderschön? Na, so. Setz dich hin und entwirf diesen Plan von, warum du so liebenswert bist. Und du wirst sehen, dass die Königin der Stäbe die Energie, die sie aussendet, ne? So, eine liebevolle Energie, eine offene, bring Liebe in die Situation. Ne? So, Liebe ist etwas, was du aussendest. Und in dem Moment, wo du Liebe aussendest, weil du dir nicht mehr diese Geschichte erzählst, ziehst du Menschen an, die dich genau so wahrnehmen. Du stehst hier auf der Bühne.
Ne? Du stehst hier auf der Bühne als Königin der Stäbe und bekommst Zuspruch, bekommst Bestätigung, erkennst, dass dieses Higher Frequency oder dieses Higher Vibration, dass das alles war oder ist, was die Menschen anzieht, die dir diese Liebe bestätigen werden. Meine Lieben, du bekommst Bestätigung von anderen, ne, der König der Kirche vom Außen, in dem Moment, in dem du dir selber mit dieser Liebe begegnest, mit dieser Versöhnung, mit keine Ahnung, was das Drama und die fünf Münzen deiner Vergangenheit sind. Aber es ist die Geschichte, die du dir selbst erzählst. Und dir eine neue Geschichte zu erzählen, ist das, was auch im Außen neue Realität kreieren wird. Also, meine Lieben, wir sind hier auf dem Weg zur Sonne. Guck mal, das ist wirklich eine schöne Sonne. Das ist wirklich, ich bin glücklich, ich fühle mich wohl, High Vibration. Ich erhalte sehr viel Liebe, ich sende sehr viel Liebe. Die Sonne ist eine warme, liebende Energie. Und das ist genau das, das ist genau die Bestätigung, die wir bekommen werden. Wir werden für unser Selbst geliebt, wenn wir schaffen, diesen Anteil, diese Verletzung zu integrieren und ihr mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen. Mit Verständnis. Wow, meine Lieben. Das ist nochmal eine sehr, 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 sehr große Selbstliebeaufgabe, die ich hier wahrnehme in dieser Fischezeit, in diesem ja, letzten Monat des Widderjahrs. Aber ein unglaubliches Potenzial daraus, ein völlig neues Außen zu gestalten. Völlig andere Verbindungen, völlig andere Wegbegleiter. Meine Güte, okay, meine Lieben, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Natürlich schaue ich mir die fünf Münzen und das Drama und die Konfrontation nochmal genauer an. Ne? Ich sehe auch hier, hier müssen Blockaden gelöst werden in dieser Reflexion, in dieser Innenschau. Ich versuche euch da einfach noch ein bisschen Hilfestellung zu geben. Was sind das für Blockaden? Was ist der Plan? Was ist dein Plan gerade? Was sollst du gestalten? Was sollst du kreieren? Was darfst du loslassen? Ich habe das Gefühl, dass hier die drei Kelche, die sechs Stäbe, die Sonne, das ist das Resultat aus diesem Prozess. Trotzdem, das nehme ich ein bisschen als Zukunftsmusik wahr, trotzdem schauen wir mal, ne, warum hier so wundervolle Begegnungen stecken oder so ein wundervoller Zusammenhalt. Ne? Ich rede die ganze Zeit vom neuen Wir. So, das sehe ich hier. Das neue Du und das neue Wir. Und dann schauen wir einfach, meine Lieben, was in diesem Extended Reading rauskommt. Zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, findest du ebenfalls unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst. So, für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, ne, hier liegen schon krasse Energien mit diesem Drama, mit den fünf Münzen, mit dem, was da alles an Emotionen an uns herausbricht. Natürlich, ne, hier können sehr viele Enttäuschungen liegen, enttäuschte Hoffnungen, enttäuschte Wünsche, enttäuschte Erwartungen. Habe ich ja auch erlebt. Aber genau das musste passieren, um uns mit dem zu konfrontieren, mit dem, was unsere Seele uns sagen will. Wirklich. Unsere Seele hat so eine wichtige Botschaft gerade für uns, wo sie sagt, bitte heile, lass diesen Schmerz los. Du bist gut genug, du hast verdient, geliebt zu werden. Genauso wie du bist. Zeig dich genauso wie du bist. Hab keine Angst mehr, abgelehnt zu werden. Ne? So, spiegel dem Außen nicht Ablehnung. Spiegel dem Außen. Ne? Wir haben mit diesem Yin-Yang, mit Mars und Venus, die gerade eben auch in Wassermann so viel Heilung suchen. Heile diese Aspekte in dir.
Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der mehr in der männlichen Energie ist und Probleme hat zu vertrauen. Und ich sage jetzt mal eher so die Kategorie Bindungsangst ist. Oder Kategorie Venus, ne? Wo es um Selbstwert geht, wo es um Liebe geht, dass du das Gefühl hast, nicht liebenswert zu sein, dass du sehr starke Verlustängste hast, ne? Yin und Yang-Themen, männlicher, weiblicher Anteil, die sind sehr breit gefächert. Aber dahin zu horchen, da wirklich reinzuschauen, dich diesen Gefühlen zu stellen, ist das. Ich habe die ganze Zeit eine Karte im Kopf. In dem Moment, in dem die, ich weiß gar nicht, in welchem Deck die ist, ich glaube in dem hier. In dem Moment, in dem die alte Geschichte nochmal so präsent wird, hast du eine Chance zu erkennen, dass das nicht mehr die Wahrheit ist und daraufhin, Träume brauchen einen Plan, eine neue Geschichte über dich selbst, wer du bist, zu schreiben. Ich glaube, dass sie hier in dem Deck ist. Ja, genau, eine neue Geschichte erzählen. Meine Güte, meine Lieben, es ist Nummer 17. 17 ist der Stern. Ja, wer jetzt Mars-Venus-Themen, Yin-Yang-Themen in sich heilt und diesen Themen mit Liebe und sich selbst mit Liebe begegnet, der hat eine Chance, neue Geschichten zu erzählen und neue Geschichten zu schreiben, meine Lieben. Also, erzähl eine neue Geschichte darüber, wer du bist und wie sehr du geliebt wirst. Wie sehr du geliebt wirst, mein Leben. Und das Universum wird es dir bestätigen. Ne? Er spricht auch von die Begegnungen mit der Liebe. Im Außen wird diese Liebe, diese Selbstliebe zurückkehren. Genau, meine Lieben, so lasse ich das stehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.